Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich weiß, ich sehe richtig blendend aus. Wundere mich nicht. Wir hatten ein richtig schönes Wochenende, Samstag, Sonntag. Geiles Shooting. Ah, gibt es demnächst richtig hammergeile Bilder. Shooting mit dem Schamanen. Lasst euch überraschen. Und heute ist Pfingstmontag, eine Woche vor der Deutschen Meisterschaft. Das heißt, jetzt geht's ins Eingemachte. Super feines Frühstück, damit ihr mal seht, was es zum Frühstück so alles gibt. Habe ich euch mal hier was vorbereitet. So, hier haben wir gekochte Hähnchenbrustfilet, da haben wir Gurke, da haben wir Blumenkohl, Brokkoli, da gibt es ein bisschen Essigöl dazu, ein paar Gewürze natürlich noch, genauso wie hier aufs gekochte Hähnchenbrustfilet. Das isst man eigentlich nicht so, da kommt Pfeffer, Paprika drauf, da machen wir noch feine Gewürze drauf, auch frische Kräuter drauf. Hier hinten haben wir die Palette an Nahrungsergänzungen, die jetzt natürlich zwingend notwendig sind vor dem Wettkampf. Rechte Seite AKG, Beta-Alanin, Tribulus, Carnitin, BCAAs in Pulverform. Vorverdaut schon ganz feines Zeug, Glutamin. Und hier haben wir Fettsäuren und Enzyme. Aus dem einfachen Grund, es ist verdammt eiweißreich und somit helfen wir unserem Darm ein bisschen bei der Verstoffwechslung. Und dann haben wir hier meine Geheimagenten, linke Seite, Carnimix, rechts BCAA-Fit. Die brauche ich dringend zum Training. Ja, das ist zum Entladen. Somit, zzt, schönen Pfingstmontag.